Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Anno Online. Ich bin euer Stormtrooper. Ja, letztes Mal habt ihr vorgestellt bekommen, diese neue Questreihe über dieses antike Wissen oder über die Bibliothek, wie auch immer. Und ich hatte diese Ruine da als letztes erforscht, beziehungsweise hat das gestartet, was 4 Stunden ging. Und ich habe dafür jetzt auch 10, ja, so Punkte bekommen. Ihr seht jetzt hier, die Quest ist erfüllt, erforscht eine Stufe der antiken Monumentenruine. Die Erkundung der Ruinen hat einige faszinierende Elemente aufgedeckt. Dieses Gebäude muss eine zentrale Bedeutung gehabt haben, doch wir kratzen noch immer an der Oberfläche all der Erkenntnisse, die noch vor uns liegen. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das dann weitergehen wird. Ihr seht, hier ist diese Monumentenruine eine kleine. Neben es wird dann, denke ich mal, eine große werden. Ich weiß es aber auch nicht genau. So, neue Quest hat sie jetzt geladen. Ich kann gerade noch mal gucken. Kohlehändler, wie immer, kann ich auch starten gerade. Ich muss mal unbedingt die Hauptquest hier oben weitermachen, dass ich da mal vorankomme. Weil da komme ich ja echt aktuell fast gar nicht voran, weil ich auch nicht so oft spiele. So, was hat er denn jetzt hier für eine Bibliotheksquest? Sammelt 30 Wissenspunkte. Belohnung, eine Büchereimonument, das Wissen. Dauerhaft speichert. Ne, das Wissen produziert. Okay. Wir haben bereits einiges von diesen Ruinen gelernt. Doch längst nicht alles. Es scheint, als wäre diese Ruine ein Skriptorium gewesen, bevor es zerstört wurde. Noch bin ich allerdings nicht sicher, ob ich wirklich richtig liege. Vielleicht ist es an der Zeit zu graben. Ja, kann ich machen. Die Belohnung gerade abholen. Gucken, ob es hier was Neues gibt. Dieser Erfolg wird für den Besitz eines Baumes aus jeder Veranstaltung des Jahres 2013 verlieren. Ich nicht. Osterbaum, ja, da habe ich ja eh noch nicht gespielt. So, das heißt, ich muss jetzt hier auf 30 Wissenspunkte warten. Also noch 8 Stunden könnte sein, dass ich das also heute schaffe. Ich kann euch gerade mal die Wissenspunkte zeigen. Ja, das scheint er woanders hingetan zu haben. Da sind sie. Sehr cool. Finde ich auf jeden Fall cool, dass die bringen noch ein bisschen Abwechslung rein in das Spiel. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Insel. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich daran gedacht hatte, ihr Werkzeug hinzuschicken oder ob ich das vergessen hatte. Sollte ich machen, da ich ja sowieso hier zu viel, oder das Lager habe ich es voll oder fast voll, wie auch immer. Deswegen kann ich auf jeden Fall was rüber schicken. So, ja, ich hatte was rüber geschickt. Ich kann also jetzt den Bau einer 65. Ja, genau. Eisenerz. Könnte ich theoretisch auch hier alles selbst produzieren, aber nee, das mache ich jetzt nicht. So, also wieder einmal handeln. Plus Transport. Das Schiff. Werkzeug. Werkzeug. 40. Zurück mitbringen soll es. Ja. Holz. Macht ihr das nicht? Naja, gut. Ist nicht so wichtig. Okay. Gut, dann kann ich das nächstes Mal auf jeden Fall bauen. Gucken, ob ich einen weiteren Teil erforschen kann. Ne, das kann ich noch nicht, aber ich habe jetzt genügend Rohstoffe, um noch weitere Häuser ausbauen zu lassen. Ja, das mache ich jetzt auch, dass ich da auf jeden Fall vorankomme. Ich könnte auch... Genau, was wollte ich denn noch bauen? Genau, letztes Mal, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte hier das Ding gebaut. Leeres Bier.
ob ich jetzt hier den Handelsspeicher bauen kann. Ja. Sehr gut. Aber das wusste ich ja letztes Mal nicht. Da wusste ich ja nicht, wo ich das Ding hinbauen soll. Damit ist diese Quest auch abgeschlossen. Sehr gut. So. Gucken, was ich so noch für Handfenster kann ich immer noch nicht machen. Ja, Forschungspunkte. So, Bier bauen demnächst. 1000 Kaufleuten. Kommt ein Schiff gerade an. Besitzt einen Turnierplatz. Das könnte ich mal machen. Nennt ein Handelsschiff euer eigen. Liefert mindestens 20 Hanf. Könnte ich auch einfach mal ablehnen. Vielleicht kriege ich dann dafür neue. So. Gerade das hier noch ausbauen. Was kostet denn der Turnierplatz? Wo kriege ich den überhaupt? Das sieht gut aus. Turnierplatz. 160 Steine. Natürlich habe ich jetzt mit Steinen verschissen, weil ich gerade die ganzen Häuser ausgebaut habe. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Steinmine. Beziehungsweise einen Steinbruch, wie auch immer das heißt. Werde jetzt hier noch genau die einsammeln, die Fische. Ich da kann später nochmal besser oder schneller produzieren. 12 Mehl, ja, mache ich noch ein paar Küchelchen. Rodents hier. Steinbruch konnte ich hier neben noch einbauen, den werde ich dann jetzt noch bauen. Falls es möglich ist. Habe ich natürlich zu wenig Platz gelassen. Nicht so gut. Ja, ich baue ein Markthaus in der Nähe. Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich hier gucken, wie ich das mit dem Weg mache. Baue ich mal dahin. Dann werde ich die noch verschieben. Irgendwie auf jeden Fall, dass ich hier durchkomme. So, nun kann ich jetzt hier auch einen Weg bauen. Alles nicht so praktisch. Passt. Sehr gut. Kann ich jetzt auch hier endlich mehr Steine produzieren? Ja. Ich weiß auch gar nicht hier, ob gut mit Rubinen kommt man wieder schneller voran, wenn man sich alles kaufen kann und so. Aber meine Meinung dazu kennt ihr ja oft genug gesagt. Man merkt halt, dass, ja, dass hier noch sehr in der Entwicklung sind. Bei anderen Online-Games hat man viel mehr Möglichkeiten. Wenn ihr es bei meinen Lords and Knights Videos seht, da finde ich auch, sind auch sehr wenige Möglichkeiten, die man da hat. Da könnte man auch noch Alchemie irgendwie einführen, noch neben der Bibliothek, dass man da irgendwie noch so, keine Ahnung, Zauber oder was auch immer. Oder einfach irgendwelche Specials noch reinbauen, dass man irgendwie auch, wie es bei Gripolis ist, über Kampfpunkte neue Burgen erobern kann. Weil ich finde, die wirklichen Kämpfe, da bekommt man gar nichts für, das wird gar nicht angerechnet. Die Leute, die wirklich alle anderen unterstützen und so. Das wäre echt mal eine Anregung. Und genauso sieht es hierbei aus, jetzt mit diesen neuen Questreihe, das finde ich sehr cool. Das macht das Spiel auf jeden Fall interessanter. Seht, ich bin jetzt hier auch am Forschen, dauert noch 3 Stunden, 49 Minuten. Und dann werde ich da dann auf jeden Fall weitermachen. Bis zum nächsten Mal, dann euer Stormtrooper.